Was geht ab, Leute? Was geht ab? Willkommen beim Athlete Room, beim ersten Podcast, erste Folge mit unserem Gast. Derrick Köhn. Tschüss, tschüss. Sehr, sehr nice. Herzlich willkommen, Derrick. Schön, dass du heute dabei bist. Danke, danke, danke. Genau, erstmal für die Zuhörer. Stell dich doch mal in zwei Sätzen erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Hi, ich bin Derrick Köhn. Ich bin 23 Jahre alt, spiele Fußball. Ich bin Fußballprofi in Holland bei Willem II. Bin in Hamburg geboren und freue mich hier zu sein bei euch. Sehr schön. Willkommen, willkommen. Alright, ich würde sagen, um ein bisschen erstmal das Eis zu brechen, kommen wir zu unserer ersten Kategorie, Pulling Back the Curtain. Da versuchen wir mal ein bisschen behind the story zu schauen. Okay. Und wir starten mal mit einer Headline von Hiswell. Okay, die erste Headline, die wir für dich haben, wäre einmal Wried und Köhn. Darum müssen wir weg von Bayern. Darum müssen wir weg? Vom Bayern. FC Bayern. Was ist das für eine Frage? Warum haben die das beim Sportbild reingeschrieben? Erzähl mal was darüber. Darum müssen wir weg. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich und Ochi, wir haben alles gewonnen, was man gewinnen kann bei Bayern 2. Ich glaube, wichtig zu sagen ist noch kurz, dass Ochi Fried, ne, da war ein Kollege, mit dem du bei FC Bayern 2 genau, gespielt hast, ne? Genau, spielt jetzt genau. Bei Holstein Kiel. Genau, ich erzähle mal ganz ein bisschen von Ochi. Als ich zu Bayern gewechselt bin, 2017 war das. 17, glaube ich, ja. 17, bin ich neu zu Bayern 2 gestoßen. Und ich glaube, ein Monat später ist dann direkt Ochi dazu gestoßen. Und ich kannte ihn ja flüchtig aus Hamburg und das war gut so. Mein erstes Mal außerhalb Hamburg hatte direkt einen auch aus Hamburg, wo ich weiß, okay, ich habe da einen, mit dem ich normal sein kann. So. Connecten auf den. Genau. Und dann ist er zugestoßen und dann war auch alles viel einfacher. Wir hatten eine gute Zeit bei Bayern und wir haben alles gewonnen. Wie gesagt, wir sind aufgestiegen von der Regionalliga in die dritte Liga. Wir haben den Premier League Cup in England gewonnen. Wir haben die Drittligameisterschaft geholt. Also wir haben eigentlich alles erledigt, was man erledigen kann bei Bayern 2. Und deswegen war dann so, okay, wir brauchen eine neue Herausforderung. Next Step. Und dann hat es uns beide nach Holland gezogen. Wie kam es dazu, dass ihr dann aber als Duo gewechselt seid? So ist ja auch nicht gang und gäbe, ne? Also, dass man erstmal in Bayern sozusagen alles zerschießt zusammen und dann wechselt man auch noch zum gleichen Verein. Ja, gute Frage. Das haben sich viele gefragt. Auf jeden Fall standen da auch andere Optionen für mich, sowohl als auch für Ochi. Willem II ist ein guter Club, ist ein sehr, sehr, sehr guter Club. Die wollten mir auch schon ein Jahr davor haben. Was nicht geklappt hat. Wir hatten gute Gespräche mit denen. Die waren zu der Zeit, glaube ich, fünfter Platz. Aber dann wegen Corona wurde die Liga abgebrochen. Und wir haben international auch gespielt, Europa League gespielt. So, ich dachte, wir beide waren auf jeden Fall überzeugt davon, dass das der richtige Schritt ist. Und das haben wir dann auch so gewagt. Und was auch sehr, sehr gut war für uns. Wir haben beide sehr, sehr viel dazugelernt, denke ich. Wir haben beide internationale Erfahrung. Wir haben auch Erfahrung gesammelt, wie man sich von unten befreit. So, und das war. Aber war es für euch beide auch so ein bisschen, dass ihr bei Bayern dann nicht weitergekommen seid? Weil theoretisch man ist ja schon nah dran sozusagen, ja, ne? Ja. Ihr wart ja bestimmt auch häufig beim Training bei der ersten Mannschaft. Genau. Also wir beide waren oft oben dabei. Wir waren oft oben dabei, hatten viele Spiele, viele Trainingseinheiten. Ochi alleine hat, sehr, 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 sehr oft oben mit trainiert, sowohl auch gespielt. Ein paar Bundesliga-Einsätze gehabt, DFB-Pokal, da wo er den einen Lattentreffer, glaube ich, macht gegen RB Leipzig. Wenn er den trifft, dann ist auch, glaube ich, alles aus. Dann geht die Geschichte vielleicht nochmal anders aus, ne? Das ist das. Und auf jeden Fall, wir wissen alle, wir kennen alle FC Bayern, ist ein großer Verein. Das geht nun mal nicht so schnell, dass man direkt jetzt oben in der ersten Mannschaft ankommt und dann auch direkt spielt. Wir wollten einfach eine neue Herausforderung und uns auf jeden Fall weiterentwickeln, wo wir spielen. Und das konnten wir bei Willem II. Und
das war dann auch sehr gut, dass wir den Schritt gemacht haben. So. Ich würde sagen, erste Aufgabe erfüllt, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel erzählt über jetzt so ein bisschen die letzten Jahre, was so, also wie du dann von Bayern auch zu Willem Twee gewechselt bist. Genau. Lass uns doch erstmal zum Anfang so ein bisschen rüberspringen, oder? Ja. Back to the beginning. Du hast ja schon gesagt, du kommst aus Hamburg. Hast ja angefangen bei Bramfeld Fußball zu spielen oder hast du noch woanders gespielt? Da muss ich kurz anhalten. Das wissen sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Auf den Secret Information. Secret Information. Das kriegt ihr nur hier. Viele denken, ich habe bei Bramfeld angefangen, was so halb stimmt, sage ich mal. Ich habe angefangen bei TSV Hohenhorst. Das kennt keiner. Das kennt wirklich keiner. Das ist direkt neben unserem Blog, beziehungsweise hinter unserem Blog. Da hat alles angefangen. Und Hast du da so ein paar Namen, die auch mit dir da gespielt haben, die auch gerade noch oder jetzt noch Fußball spielen? Ich glaube, so auf dem Niveau bin ich, glaube ich, der Einzige. Aber da gibt es noch einen, Kevin Pulaczewski. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Auf jeden Fall auch sehr, sehr guter Fußballer gewesen. Mit denen bin ich dann auch zusammen nach Bramfeld gewechselt. Schöne Grüße erstmal an Kevin. Auf jeden Fall, mit denen habe ich da zusammen gespielt, mit Roberto. Ich glaube, du kennst ihn auch noch von früher. Ja, Roberto. Roberto, wo der jetzt ist, sorry, das weiß ich jetzt nicht. Aber Kevin, ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir sind dann von Hohenhorst zu Bramfeld gewechselt, ja. Also ich denke mal so, für die meisten Zuhörer wird wahrscheinlich niemand wissen, was für Vereine das sind. Also beziehungsweise die Leute, die aus Hamburg kommen, kennen wahrscheinlich Bramfeld als SV. Ja, genau. Ja, aber da ging es ja erst so richtig los, ne? Genau. Ich glaube mal, du hast ja auch da einen Weggefährten mit gehabt, der auch ein bisschen bekannter geworden ist. Genau, Patrick Pfeiffer. Patrick Pfeiffer. Wollen wir unser Special schon mal einmal hier losfeiern, Let's oder go, was? Digga, raus mit einem Special. Derek, was geht? Meine Frage an dich. Warum hast du mit dem Fußball angefangen? Und wer waren deine Kindheitsvorbilder als Fußballer? Geil, Patrick. Auch noch, wichtiges Side-Fact. Patrick, zweite Bundesliga bei Darmstadt. Genau. Spielt momentan immer, von Anfang an. Auch auf dem Weg in die Bundesliga? Auf dem Weg in die Bundesliga. Absolute Maschine im Innenverteidiger. Große, stabile Maschine. Genau, als kleiner Side-Fact, ne? Aber beantworte gerne ruhig die Frage. Die Frage war? Sozusagen, warum hast du mit Fußball angefangen und was war deine Idole sozusagen? Warum ich angefangen habe? Ich würde so sagen, auch großen Teils wie mein großen Bruder. So, du musst dir vorstellen, bei uns war immer so, ich erkläre mal kurz. Ich wohne in der Grunewaldstraße und wir haben da vier große Blöcke und da sind wir alle verteilt. Meine ganzen Jungs, früher waren auch von meinem Bruder die Kollegen dort, eigentlich alle. Und genau neben unser Haus war so ein, wir haben das immer Käfig genannt, da haben wir immer Fußball gespielt. Und ja, mein Bruder hat dann immer mit seinen Kollegen dort unten Fußball gespielt. Aber da waren wir noch viel zu klein. Und und ich wollte halt auch immer Fußball spielen einfach. Und mein Bruder meinte immer so, ey, du bist zu klein und mach was anderes so. Auf den, ey, sie sind zu groß, wir haben Angst, dich zu verletzen, dies, das und so. Und ich wollte ihnen einfach zeigen so, ey, ich kann auch Fußball spielen. Gib mir den Ball und ich zeige euch was so. Und dann habe ich so angefangen mit denen Fußball zu spielen. Beziehungsweise auch mit meinen Leuten. Dann haben die auch so erkannt, so, wow, okay, der kann spielen. Und dann, als ich älter wurde, haben dann die Großen auch immer zu uns gesagt, okay, ey, nur die Besten spielen mit. Und dann haben die immer so ein, zwei von uns ausgepickt und ich war eigentlich irgendwie immer dabei so. Aber das hat mir auch sehr, sehr gut getan. So, also würde ich am Ende sagen, mein Bruder ist... Hattest du in deiner gesamten Fußballkarriere immer schon ein Idol oder sind es mehrere gewesen? Welche haben dich so ein bisschen inspiriert? Mehrere. Früher war ich ja wirklich Offensivspieler, was ich heute nicht so bin, aber glaube ich auch spielen kann. Aber meine Idole waren Ribéry, Thierry Henry, die beiden habe ich extrem gefeiert. Raheem Sterling, sorry.
Raheem Sterling. Muss ja auch nicht immer nur vor 20 Jahren sein, so, ne? Kann ja auch. Genau, genau. Sein. Raheem Sterling, Ribéry, Thierry Henry, das waren die drei so, wo ich sage, okay, die waren hier drin so. Sehr korrekt. Ja. Hört sich gut an, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde sonst noch mal ein bisschen reinsteigen in das Thema Bramfeld. Ich sag mal, Bramfeld ist ja jetzt keiner der größten Vereine. Mhm. Und irgendwann musste ja dein Talent ja auch gescoutet werden. Genau. Wann bist du zum HSV gekommen? Das war 2013, U15, genau. In U15, ja. Und dann, wie kam es so? Wie kam dieser Weg? Ne? Also ich sag mal, U15 ist ja jetzt nicht spät, ne? Aber ist tendenziell ein bisschen später so. Ne? Wie kam es dazu, dass es erst in der U15 passiert ist und wieso war es dann der HSV überhaupt? Weil man muss ja auch wissen, auch für alle, die zuhören, in Hamburg gibt es ja auch mehr als nur den HSV, genau. St. Pauli. Genau. Und über die Grenzen hinaus ist ja auch immer, ich sag mal, kein Limit gesetzt. Genau, ne? Genau. Ja, in Bramfeld, erstmal muss ich sagen, ich hatte Brüder dort, was sie auch heute immer noch sind. Und ja, wir waren wie eine Familie. Wir sind sehr, sehr früh zusammengekommen. Und na klar waren schon früher Angebote da, dass ich den nächsten Step gehen kann zu HSV, Pauli, so. Aber ich wollte unbedingt mit denen zusammenspielen und habe gesagt, ey, das macht mir so Spaß, warum soll ich das jetzt so früh beenden und schon jetzt so früh den nächsten Step gehen. Und ich wollte es unbedingt mit Bramfeld machen. Und da war noch unser Ziel, glaube ich, dass wir unbedingt aufsteigen wollten, glaube ich. Ich glaube, es war noch Verbandsliga, hieß es damals. Und ja, was wir leider nicht geschafft haben, aber die Zeit davor auf jeden Fall war verrückt, war so geil, das war die beste Jugend, die ich haben konnte. Das war dann sozusagen einer der Hauptgründe, wieso du erst, ich sag mal, so spät gewechselt bist, aber die Angebote waren schon vorher da, so, ne? Du bist schon aufgefallen in Hamburg. Ja, also ich bin schon aufgefallen in Hamburg, würde ich sagen, und aber der wirkliche Grund war einfach, ich wollte unbedingt noch mit meinen Jungs zusammenspielen, die ich über alles geliebt habe, immer noch liebe. Und deshalb bin ich dann ein bisschen später zusammen mit Patrick zum HSV gewechselt, ja. Aber bei Bramfeld warst du auch Verteidiger oder hattest du da eine andere Position? Nee, bei Bramfeld war ich war alles, ich war Zehner, ich war Stürmer, ich war links, ich war rechts. Ich war Allrounder. Ich würde schon sagen, so, ich war einer der Besten dort so mit ein paar anderen Spielern und ich konnte mir dort viel erlauben, so in der Offensivreihe. Deshalb war ich hatte keine wirklich richtige Position, so, ich habe einfach Zehner. Aber für dich jetzt allgemein, was war deine Position früher? Früher würde ich sagen, wirklich früher, so Kindheit, würde ich sagen, Zehner. Zehner. Auf den, wieso zögerst du so? Hast du irgendwie schlechte Gewissen, wenn du jetzt sagst, Zehner? Nee, weil so, ob ich jetzt außen war auch schon ab und zu dort, also links außen, rechts außen, aber ich würde auf Zehner gehen, ja, Zehner. Ich glaube, es kann auch Patrick bestätigen. Werden wir ihn auf jeden Fall hoffentlich in Zukunft nochmal fragen können. Ne? Also indirekte Frage schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Du warst ja eine relativ lange Zeit beim HSV. Genau. Und das waren ja so ein bisschen deine ersten Steps in Richtung Profigeschäft. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel mitnehmen können aus der Zeit. Was würdest du sagen, so, oder was kommen dir für Gedanken? Was waren die größten Struggles eigentlich bisher auf dem Weg? Ich sag mal, du brauchst noch nicht so über den Wechsel Richtung Bayern, weil ich denke, da waren bestimmt auch viele Hindernisse so, aber ist in dieser Zeit-Epoche, sag ich mal, noch mal irgendwas vorgefallen, wo du sagst, so, das unterscheidet einen richtigen Athleten von jetzt, ich sag mal, den normalen Sportlern? Ja, erstmal muss ich sagen, als ich von Bramfeld zum HSV gewechselt bin, bei Bramfeld war ich, wie gesagt, einer der besten Spieler und bin mit Selbstvertrauen zum HSV gekommen und dachte, ja, ich mache das Gleiche auch hier beim HSV-mäßig. Und dann kamen so die ersten Sachen wie, du spielst nicht, jemand anders spielt für dich, dann spielst du wieder nicht, immer so ein Hin und Her. Und so eine mentale Achterbahn auch genau, manchmal, ne? Genau, und das kannte ich nicht. Ich habe bei Bramfeld eigentlich jedes Spiel gemacht, was ist eigentlich wirklich jedes Spiel gemacht, habe immer gespielt und dann war das so ein, okay, ey,
hier herrschen jetzt andere Regeln, so musst Leistung zeigen, da bist du nicht mehr der Derrick vom Bramfeld und du spielst, da war, zeig deine Leistung und dann spielst du. Und da war dann für mich so, okay, ey, das ist komplett was anderes, ich muss mich ein bisschen umstellen, muss mich ein bisschen umgewöhnen. Und da waren dann auch so wirklich halt die besten Spieler aus Hamburg, beziehungsweise Norddeutschland. Und ja, dann war das so, okay, ich spiele nicht. Und dann bin ich in die U16 gekommen. Da dachte ich dann, okay, ich habe ein Jahr Erfahrung hinter mir. Jetzt weiß ich, wie es läuft. Wieder von vorne. Ich spiele nicht. Dann hatten wir auch Trainerwechsel. Dann dachte ich wieder, okay, jetzt greife ich wieder an. Ich spiele nicht. Immer so ein Ding. Das ist auch immer wahrscheinlich ein großer Struggle, ne? Also diese Befürworter, du brauchst immer jemanden, genau, der dich supportet, wenn der Trainer dich nicht mag, ne? Genau. Dann hat man auch Ausreden so gesucht, so wie, ja, der Trainer mag mich nicht, der Trainer so. Aber das stimmt nicht. Du musst auf dich selber schauen und einfach Gas geben und bla. Aber dafür waren auch meine großen Brüder da, auch meine Freunde, die gesagt haben, ey, gib weiter Gas, deine Zeit wird schon kommen. Und dann bin ich in die U17 gekommen. Dann war es wieder so ein Ding. Ich spiele nicht. Und da war dann so, okay, da hat dann der HSV auch mit mir gesprochen, beziehungsweise mit meinen Beratern, und gesagt so, ey, wir wissen nicht so ganz, ob das hinhaut mit Derrick beim HSV und ob das so richtig ist und ob du vielleicht nicht mal was Neues ausprobieren möchtest oder wie siehst du das denn so mäßig. Und ich weiß nicht, wieso. Das weiß nur der liebe Gott irgendwie. Ich bin irgendwie in die U19 gekommen als komplett letzter Mann. Ich weiß noch das Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann. Ich glaube schon, Daniel Petrowski war damals U19-Trainer beim HSV. Mit Herr Kopio war ich zusammen. Und da haben wir gesprochen. Und da meint er so, dass du eigentlich letzter Mann bist. So. Also wir nehmen dich mit, aber gib einfach Gas so mäßig. Sogar wenn du in den Kader reinkommst, ist eigentlich schon ein Erfolg. Mhm. So war das. Und ich dachte mir auch schon so, boah, heftig. Ich muss eigentlich was Neues machen. Aber dann hatte ich auch so ein Gefühl wie, na, ich zeig's denen. Ich will's ihnen zeigen. Ich gehe da raus und okay, ich bin jetzt der letzte Mann, aber ihr werdet sehen, wo ich ankomme. Und dann hat die U19-Saison begonnen. Und Vorbereitung sehr, sehr gut trainiert, sehr, sehr gut gespielt. Erster Spieltag, ich spiele. Zweiter Spieltag, ich spiele. Dritter Spieltag, ich spiele. Ich habe die ganze Saison gespielt. Vielleicht ein Spiel habe ich ausgesetzt. Ich weiß noch, gegen Hertha. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, irgendwas ist da schief gelaufen. Aber so gut wie die ganze Saison gespielt und habe auch nur einigermaßen gute Saison gespielt. Ich glaube, 4, 5 Vorlagen, 1, 2 Tore so ungefähr. Da habe ich ja. Von da aus habe ich dann Linksverteidiger gespielt. Und dann nach der Saison ich gehe noch ein bisschen zurück. So mitten in der Saison hat doch viel. Herr Kopiewicz, da muss ich auch nochmal sagen, Herr Kopiewicz ist ein, der ist auch hier drin, ist ein sehr, sehr guter Co-Trainer, sehr, sehr guter Trainer. Ihr kennt es ja auch, so Co-Trainer haben immer ein bisschen mehr Bezug zu Spielern, ein bisschen weniger Autorität. Genau, als der Cheftrainer. Und der hat auch sehr, sehr viel mit mir gesprochen. Und er hat mich immer gepusht und ich hab das Gefühl bekommen, der mag mich so, der sieht was, der, wie soll ich das nennen, der believed, der glaubt an mich, so, weißt du? Und sowas brauche ich als Spieler, bis heute. Wenn ich sehe, der Trainer glaubt an mich, der gibt mich Stärke, dann bin ich automatisch auch stark. Und das hat er mir gegeben, Petrowski auch. Und dann konnte ich so Gas geben wie noch nie, habe eine gute Saison gespielt. Dann hast du 2 Jahre U19 noch beim HSV gespielt, oder nur ein Jahr? Ein Jahr U19. Und dann kam der Anruf von FC Bayern. Lass mich nur noch kurz einmal zusammenfassen. Also ich sag mal, das Thema war ja so ein bisschen Struggles, ne? Auch als Athlet. Und ich fand es gerade sehr, sehr inspirierend, wie du eigentlich gesagt hast, man hat immer diese Achterbahn, man ist mental, man zweifelt so ein bisschen an dem Weg, den man einschlägt. Genau. Und dass du aber dann immer dran geblieben bist und am Ende des Tages Erfolg gibt dir recht, ne? Und finde ich sehr, sehr inspirierend, wie du das gesagt hast. Sehr, sehr cool. Und wegen Struggles, so wenn man in der Phase ist, ist einfach sehr, sehr wichtig, an sich zu glauben, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn man in so einer Phase ist, ist es nicht einfach, an sich zu glauben, aber
Das hört sich so einfach an, aber versucht es. Irgendwie auch mit, wenn ihr Geschwister habt, mit denen zu sprechen, mit Familie zu sprechen, mit Freunden zu sprechen, ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Und am Ende ist es Fußball. Sehr cool. Es ist Fußball und einfach Spaß reinbringen, dann kommt das schon. Ich würde sagen, richtig, richtig gut. Nehmt die Inspiration super mit an alle jungen Athleten, die uns hier zuhören heute. Ja. Wollen wir direkt den Sprung machen von HSV zu Bayern? Oder hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? Ich habe noch eine kleine Frage. Was würdest du dein junges Ich in der Zeit, wo du gerade neu zum HSV gegangen bist, mitgeben oder sagen? Boah, wenn ich jetzt da wäre, hätte ich gesagt, Einstellung. Einstellung? Ja, ich glaube, meine Einstellung war, ich bin halt mit der Einstellung dahin gekommen, so, ich komme vom Bramfeld. Ja. Ich war einer der besten Spieler. Du weißt ja, wie es war. Wir haben auch gegeneinander gespielt. Ja, zu dem Zeitpunkt immer. Und das ist natürlich schwierig, ne? Wenn du so gehypt wirst. Genau. Du denkst sowieso, dich kann nichts stoppen. So, genau. Ne? Ja. Dann kommst du in ein neues Umfeld, wo plötzlich aber genauso viele talentierte Jungs sind wie du. Ne? Genau, das ist das. Und es war ja nicht so, dass ich nur ein Angebot hatte jetzt von HSV oder Pauli. Es waren schon andere Vereine dann so im norddeutschen Bereich. Und ich konnte mir sozusagen aussuchen, okay, ich gehe jetzt da hin. Und das waren halt viele Optionen. Und das hat dir auch Selbstvertrauen, Push gegeben. So, bin ich wirklich so krass? Ja, jeder will mich. Genau. Und dann bin ich mit der Einstellung hingekommen, okay, ey, ich habe Bramfeld, ich hab bei Bramfeld sehr, sehr gut gespielt. Also gehe ich einfach rüber und bring das gleich auch bei HSV. Aber wie du schon gesagt hast, da sind andere Top-Talente. Ja. Und da herrschen andere Hierarchie. Und das ist so. Ja, was man natürlich auch noch sagen muss, ne, wenn man ins NLZ so kommt, das ist auch sehr, sehr prägend insofern, dass man noch mal krasser, also man wird einfach besser. Genau. Ne? Weil so ein bisschen das ganze Umfeld, das ganze Talent, das pusht einen noch mehr. Und das hat man dann in so einem Fall, wenn du bei Bramfeld gespielt hast, wahrscheinlich nicht. Genau. Da wurdest du halt einfach gefeiert, so, ne? Aber nicht mehr gechallenged. So. Ja, das ist das. Und als du beim HSV warst, bist du dann zum Verteidiger geworden oder wie war das anfangs so? Genau, das war, ich weiß mal, ich bin als Offensivspieler da hingekommen. Genau. Links Mittelfeld, rechts Mittelfeld, so Außenbahn. Und ich glaube, in der U16 bin ich dann zum Linksverteidiger umgeschult worden. So in der Art. So, da hatte mir gesagt das erste Mal so, ey, wie wär's mal mit links hinten? Ich so, nein. Ich hinten links. Lass noch nie irgendwas mit Defensive gemacht, ne? Noch nie. Lass mich mal vorne dribbeln und so. Ich doch nicht links. Dann habe ich ein Spiel Linksverteidiger gespielt. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ich wollte eigentlich vorne meine Tore machen und Vorlagen und Dribblings hier und da. Aber irgendwie hat sich das dann so angepasst, dass ich dann Linksverteidiger wurde. So, hab ab und zu Linksverteidiger gespielt, dann wieder vorne, dann in der 17. Ab und zu vorne wieder Linksverteidiger und dann ab der U19 habe ich wirklich dann richtig Linksverteidiger gespielt und das hat auch so Spaß gemacht, so da habe ich da erstmal ein Gefühl gehabt, so okay, Linksverteidiger ist meine Position, ich mag das Verteidigen, dieses energische Rangehen, Zweikampf und als Linksverteidiger hast du auch Offensivaktionen so. Genau. So und da ich früher Offensivspieler war, konnte ich die ganze Bahn so belaufen. Man muss ja auch noch eins sagen, ich weiß nicht, ob alle das wissen, so, ne? Aber du hast ja, ich würde sagen, einen sehr, sehr begabten linken Fuß. Ne? Und kann man so sagen. Und den einen oder anderen Freischuss hast du ja schon früher mal geschossen. Ne? Genau. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du das immer trainiert oder lag dir das sozusagen immer schon so zu Füßen? Das war, ein bisschen habe ich auch schon gehabt. Da hat der Gott mir einfach so einen linken Fuß gegeben, aber ich würde sagen, da habe ich auch viel trainiert mit Nata zum Beispiel. Kennst du ihn auch? Mit Nata, schöne Grüße an ihn. Da sind wir immer, ich glaube, du kennst den Platz sogar. Kaserne, da HV, Jenfeld. Mhm, da immer da hingegangen. Der Kunstrasen, ne? Genau, meinst du? Der Kunstrasen. Mhm. Da bin ich hin, habe mir meine Bälle hingetan, habe den immer ein paar Dinger um die Ohren gehauen. Und habe ich versucht immer zu hast trainieren. Hast du dir irgendwo Inspiration geholt, so dass du gesagt hast, ich will schießen wie er, oder hast du einfach gesagt, ich mach den Derrick Köhn einfach? Weißt du, machst deinen Signature. DK27. Ich habe meinen DK27-Move natürlich auch reingebracht, aber wo ich wirklich sage, ey, das war der Mann, den ich zugeschaut habe, war Hakan Çalhanoğlu. Mhm. Der hatte wirklich Freischüsse. Da muss man ja sagen, seine Freischüsse waren
Von diesem anderen Planeten, ne? Ja, anderen Planeten. Zum Beispiel der gegen Dortmund. 40 Meter oder so, ne? Ja, ich will gar nicht drüber reden. So. Der fliegt, ich guck, ich sag, was ist das? Was ist das? Und ja, du wolltest dann genauso machen, diese Knuckleballs, genau, auf den, ne? Diese Knuckleballs. Und dann haben die auch ein, zwei Mal geklappt in der U15. Das war schon geil. Da muss ich auch noch eingrätschen. Also ich bin ja früher mit denen aufgewachsen. Und dann war es auch so, als wir auf dem Fußballplatz waren, haben wir uns alle an der Seite hingesetzt und einfach zugeguckt, wie er diese Flatterbälle und alles geschossen hat. Genau. Wir haben einfach nur zugeguckt. Einfach nur zugeguckt. Und die Leute, also meine Kollegen dann auch immer so, hey, wie machst du das? Und wie machst du das? Und ich erkläre denen immer so, hey, du musst einen Schritt so. Und dann schießt, hey, aber geht nicht und so. Ey, es war schon witzig. Deswegen auf den, ich habe auch, ja, wie gesagt, viel Hakan Çalhanoğlu auf YouTube geguckt, wie er so anläuft, wie er seine Schritte macht. Und am Ende hatte ich das wirklich so gut drauf. Mhm. Bis heute und ja, da hat sich Training schon gut ausgezahlt. So. Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr nice. Lass uns rüberspringen. Ich glaube, weil dann kommen wir auch schon fast in Richtung unseren zweiten Special Guest. Aber lass uns erstmal zur Bayern-München-Zeit drüber sprechen. Das heißt, du bist von HSV U19 erstmal in die U19 von St. Pauli, von Bayern gewechselt, richtig? Nee. Direkt in die zweite Mannschaft? Direkt in die zweite Mannschaft. Ich hatte da ein Trainer, auch Herzensangelegenheit, ne? Ja. Ist mein Fußballpapa, kann ich so sagen. Der hat mich angerufen und meinte, ich will dich haben. So, ich erkläre nochmal kurz die Situation, als ich den Anruf bekommen habe. Mhm. Ich war zu Hause, ganz entspannt. Ich glaube sogar, da wollten wir alle zusammen sogar raus. Ja. Auf einmal fängt an, mein Handy zu klingeln. Und da, ich gehe so ran. Ja, FC Bayern hier. Das, bla, bla. Das ist immer verarschig, ne? Man glaubt es erstmal nicht, ne? FC Bayern ist da. FC Bayern ist da. Dann, das hat sich dann so seriös angehört. Und ich dachte, okay, ey, heftig. Dann habe ich meinen Bruder rangeholt. So, ich glaube, ja, wirklich FC Bayern ist da. Und dann meinte er, ja, ich bin Tim Walter. Tim Walter ist der Name, der ist auch kennt man ja auch heute beim HSV. Und ja, der meinte, dass er mich unbedingt haben möchte. Der hat meine Spiele angeschaut und der mag das, wie ich spiele und ich möchte dich besser machen. Und der ist ein Trainer, der auch Spieler wirklich besser macht. Und dann bin ich schon hingeflogen die nächsten Wochen oder Tage. Und aber da warst du noch in der Saison beim HSV oder war das auf den in der Offseason? Ich glaube, das war in der Offseason sogar. Ich glaube, das war in der... Nee. Das war in der Saison. Genau, das war in der Saison. Und ja, da meinte er, glaube ich, auch erstmal, macht erstmal deine Saison zu Ende und dann sprechen wir um weiteres. Aber ja, das hat sich dann halt ein bisschen rumgesprochen. Und da habe ich dann auch mit ein, zwei Trainern gesprochen. Und mit ein, zwei Leuten, die mir einen guten Rat gegeben haben und was sie so sehen, so was das Beste für mich ist. Und am Ende habe ich dann mit meiner Familie gesprochen und mit auch ein, zwei Bezugspersonen. Und ja, dann haben wir es gemacht. So. Du bist ja jetzt zu Bayern gewechselt. Dachtest du nicht, vielleicht wiederholt sich das, was im HSV passiert ist? So, ich bin da und auf einmal ist alles anders und nichts klappt. Ich verstehe, was du meinst. Das war so, nee, weil ich bin da schon einmal durchgegangen. Ja. Ich weiß, wie ich das zu handeln habe, genau, jetzt, ja, weil ich daraus gelernt habe. Ja. Und ich hatte einfach richtig Bock auf Bayern, richtig Bock. Ich meinte, ey, du hast gesehen, wie das laufen kann, aber geh mit der richtigen Einstellung hin. Mach's besser jetzt. Mach's besser jetzt. Dann bin ich hin und war komplett neu. Auf einmal siehst du da Stars wie Alaba, Müller und du denkst dir, wow, ganz neue Welt. Und das war auch... Habt ihr auch Säbener Straße trainiert? Genau, oder? Zweite Mannschaft hat Säbener Straße trainiert. Das ist natürlich ein crazy Umfeld. Genau. Und ich bin ja da hingekommen und habe auch direkt im Internat gewohnt an der Säbener Straße, wo Schweinsteiger und alle drin waren. So, war komplett anders dann. Und dann habe ich auch relativ am Anfang direkt mit den Profis trainiert. Ich sehe ja, Ribéry, Robin, das war... Ganz anderes Tempo, ne, wahrscheinlich? Ganz anderes Tempo. Ich habe mich so gefreut, das war ein Gefühl, ich kann die gar nicht erklären und ich hatte einfach so Spaß und ich hab jeden bedankt, ich habe gesagt, danke für diese Möglichkeit, danke für alles und war,
War auf jeden Fall sehr Kindheitstraum geil. Sozusagen in diesem Moment, an genau. dem Tag, erstmal in Erfüllung gegangen. Genau. Ja, und okay. da muss man auch wieder sagen, hard work pays off, ne? Das ist hast du dir absolut dann verdient. Wollen wir unseren Special Guest jetzt schon, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen noch, glaube ich, ein, zwei, warten, ne? Wir müssen ein bisschen warten. Du warst dann in der zweiten Mannschaft, ihr habt ja angefangen in der Regionalliga, und du hast da jetzt wie viele Jahre dann bei Bayern gespielt? 4 Jahre. Mhm. 4 Jahre, genau. Aber wie viel, also das war die ganze Zeit einfach nur Regionalliga erstes Jahr, Regionalliga zweites Jahr? Oder seid ihr direkt aufgestiegen? Im ersten Jahr, da war es ja so, dass 1860, ich weiß nicht, warum die irgendwie komplett abgestiegen sind. Ich hab's schon vergessen. Ich glaube auch, die hatten irgendwas mit Insolvenzverfahren oder irgendwas genau. hatten die mit Zwangsabstieg, ne? Genau. Da sind die dann direkt abgestiegen in die Regionalliga. Und dann war es so, okay. Entweder wir oder 1860 halt. Und das war dann mein erstes Jahr. Da ist dann 1860 Erster geworden, wir Zweiter. Und dann sind wir halt in der Liga geblieben. Aber dann das Jahr darauf sind wir dann aufgestiegen. Genau, sind wir dann aufgestiegen. Mhm. Inwiefern so unterscheidet sich das, wenn du in der Regionalliga spielst? Ich sag mal, ab dritter Liga ist ja nochmal so ein bisschen anderer Profifußball, ne? Genau. War das für dich auch wieder eine Umstellung? Oder dadurch, dass du in diesem Umfeld Bayern München warst, war das für dich eigentlich keine Umstellung? Schon ein wenig. Also Regionalliga ist so ein bisschen kleinere Stadien. Ich würde sagen, die Plätze sind jetzt nicht so gut wie in der dritten Liga. Da siehst du mal zum Beispiel in der Regionalliga, keine Ahnung, so ein Vorstand direkt neben Platz, kommt der ganze Geruch auf den Platz und da denkst du auch, okay, was ist das? Aber Drittliga ist schon ein bisschen anders. Ich würde sagen, vom Fußballerischen ist sehr ähnlich. Mhm. Viele Zweikämpfe, viele lange Bälle. Geht so richtig zur Sache halt. Aber ich würde so sagen, so von Stadien her, so ist es schon ein großer Unterschied. So. Ja. Ja, muss man auch sich erstmal gewöhnen, wahrscheinlich. Ja, Zuschaueranzahl. Genau. War ja auch noch vor Corona, da war ja noch viel, viel mehr los. Genau. Aber nach dem ersten Training jetzt, ne? Ja. Wie hast du dich selbst eingeschätzt? Dachtest du, ich bin safe, erster Mann, oder wie war das für dich? Nach dem ersten Training bei Bayern? Ja, nach dem ersten Training, ja. Boah, ja, also, wie soll ich das sagen? Ich hatte einfach richtig Bock. Ich war mit voller Energie da, so dieses, ich gehe da rein. Ich weiß, der Trainer hat mir so ein Vertrauen gegeben, so, ey, du bist mein Mann, du wirst hier Gas geben, du wirst dich gut entwickeln. Und mit so einer Einstellung bin ich reingegangen halt, so, dass ich möchte mich einfach verbessern. Ich möchte der beste Linksverteidiger der Welt werden. Das ist bis heute mein Ziel. Und so bin ich reingegangen und ich wusste halt, der Trainer ist auf meiner Seite. Wenn du Leistung bringst, dann wird alles gut laufen. So bin ich reingegangen in die Einstellung. Sehr, sehr gut. Sehr gute Einstellung. Ich würde noch einen kleinen Sprung machen insofern. Du warst ja mit Ochi zu Willem T. Mhm. Jetzt ist er ja vor kurzem gewechselt. Und wir haben hier auch eine kleine Nachricht von ihm. Ich hoffe, die Tonqualität ist okay. Bruder, erste Frage. Bei Derek, vermisst du mich? Seit ich weg bin, oder wie sieht's aus? Vermisst du ihn oder nicht? Ochi, ey. Erstmal viel Glück. Er ist ja gerade Länderspielreise, genau, ne? Genau. Die spielen, glaube ich, am Dienstag gegen Nigeria. Da sollen die nochmal Gas geben und dann das Ticket für die WM freischalten. Vermisst du mich? Du warst ja lange Zeit mit ihm, so, ne? Dein Partner. Dein Partner. Ride or die. Ja, schon. Wir waren so lange zusammen. Ochi ist mein großer Bruder. Den ich richtig in Herzen geschossen habe. Und mit ihnen war schon eine witzige Zeit, so muss ich sagen. So bei Bayern sowohl auch als bei Tilburg. Hat sich jetzt so ein bisschen was verändert, seitdem er weg ist, für dich? Schon so. Er hat ja rechts neben mir gesessen. Sonst kam immer was so. So hier, rechte Schulter, irgendwas. Ey, Derek. So, ey, Derek, das. Oder ich habe ihn angesprochen, so, oder was auch immer. Oder gelacht. Ist jetzt ein bisschen weniger, aber
muss man so hinnehmen. Das ist ja cool. Ja, er hat uns auch noch eine zweite Frage mitgeschickt für dich. Bin ich mal gespannt, was da deine Antwort ist. Und zweite Frage, die ich Dirk stellen will, ist, oder was waren für ihn die Top 3 Spiele, die er bei Bayern gespielt hat, in den 3 Jahren, wo er da war? Drei Top-Spiele. Die Top 3 Spiele. Auf denen du kannst gerne ein bisschen überlegen. Ich würde jetzt mal schätzen, ist bestimmt auch irgendwas mit Derby gegen 1860, kann ich mir vorstellen. Also, ich könnte es mir vorstellen, ne? Musst ich habe schon im Kopf. Dann schieß los. Ich würde sagen, 1860, wie du gesagt hast, das safe. Das war mein allererstes Derby gegen 1860. Derby hat ja auch immer so eine andere Energie, ne? War ja auch in Hamburg so. Genau. Andere Energie. Stadion voll. 1860. Gegen Bayern, sehr, sehr großes Spiel. Ich glaube, da haben wir 3-1 gewonnen. Da habe ich das 3-1 gemacht. So von ungefähr Höhe 16er. Ich habe das noch vor Augen. Schieße ich den Ball unten rechts rein. Drehe mich um und mache den Knierutscher. Ich glaube, alle haben es jetzt so ein bisschen visuell im Kopf. Ja. Mach den Knierutscher und ja, dann haben wir das Spiel gewonnen, 3-1. Das auf jeden Fall war sehr, sehr geil Spiel. Atmosphäre war überragend. Unser Team war überragend. Jeder Einzelne. So Derby hat immer so eine andere Sache. So. Ja. Man geht immer ein bisschen anders ins Spiel. So dieses, ey, das ist, ja, entweder du stirbst heute oder du bist der Gewinner. Mhm. Und so war das. Das zweite Spiel würde ich sagen, da musste ich Wolfsburg gegen Bayern nehmen. So, das war das. Da würde ich würde sogar sagen, das ganze Team war überragend, weil das Hinspiel, das war das Aufstiegsspiel für die dritte Liga. Das war das Relegationsspiel. Okay. Das Relegationsspiel. Da haben wir gegen Wolfsburg gespielt. Hinspiel 3-1 verloren in Wolfsburg. Oh. In Wolfsburg, ich gucke, meine Familie ist da. Mein Berater war da, mein Bruder ist da. Und wir sind schon mit der Einstellung reingegangen, so ey, wir steigen auf. Ja. Koste es, was es wolle. Wir haben alles gewonnen. Wir steigen auf. Wir kommen hin, verlieren 3-1. Am Ende ich so. Alle trösten mich. Aber ich hatte irgendwie trotzdem dieses Gefühl, ey, kommt nach München. Ja, wir machen das. Und Hexenkessel einfach, weißt du? Und alle waren heiß. Und in unserer Mannschaft war das nicht so dieses, oh, wir haben 3-1 verloren. Boah, es wird schwer. Ey, ich weiß nicht, ob wir überhaupt jetzt aufsteigen. Alle meinten so, ey, kommt nach München und wir zeigen es denen. Dann war der Tag und das Spiel hat begonnen. Wolfsburg macht 1-0. Da ist man mental dann auch eigentlich so. Ja, vorbei. Ey. Scheiß. Gesamtwertung 4-2. Genau. Es ist vorbei. Unrealistisch. Es ist vorbei. Aber trotzdem war es. Nee, 4-1 war es, ne? Glaub ich. Genau, 4-1. Dann, aber trotzdem, ich sehe, alle muntern sich auf, alle schreien, ey, weiter geht's. Da habe ich gemerkt, okay, wir ticken anders. Heute ist ein ganz anderes Spiel. Dann machen wir das 1-1. Machen wir das 2-1. Und die Fans überragend, die haben uns so gepusht. Machen wir das 3-1. Machen wir noch das 4-1. Alle am Durchdrehen. Und am Ende gewinnen wir das. Und dann haben wir so geil gefeiert. Alle kamen runter. Serge Gnabry, Alaba, Ribéry, Süle. Haben wir mit denen gefeiert. Hast du aktuell immer noch Kontakt zu einigen von denen? Oder das mehr so, man hatte indirekt Kontakt? Genau. Also so, ja, über Training halt so. So ganz locker. Vielleicht 1-2 Fragen gestellt so. Und wen ich sehr mochte, ich mochte alle waren korrekt so. Aber mit Renato Sanchez, so mit denen habe ich ein bisschen öfters gesprochen. So, der hat mir 1-2 Tipps gegeben, weil ich glaube, der hat auch nicht so eine einfache Zeit in München. Und wo spielt der gerade? In Lille, glaube ich? Ja, in Lille. Ja. In Lille. Und ja, sehr, sehr, sehr korrekter Typ. Ja, auf jeden Fall haben wir mit denen gefeiert. Und was ist dein drittwichtigstes Spiel gewesen? Oder mein drittbestes, ich würde sagen, Premier League Cup war das, glaube ich. Ich habe jetzt nicht alle Spiele im Kopf, aber... Freistoß gegen Real?
Boah. Der war auch crazy. Freischuss war stark, ich würde sagen, das Spiel an sich war nicht so stark. Ja. Deswegen würde ich das nicht nehmen. Aber man kann trotzdem sagen, du hast Freischuss-Tor gegen Real gemacht. Genau. Der war wild, ey. Ja, das war echt geil, das Gefühl. Aber ich würde sagen, das Spiel gegen Reading. Ja. Wieso? War das besonders vom Ergebnis? War intensiver Kampf? Oder? Das war das Halbfinale. Mhm. Ich glaube, da haben wir 2-1, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 2-1 oder 3-1 gewonnen. Und da habe ich so ein Lüpfer-Tor gemacht. Und das war einfach so dieses, okay, ey, geiles Tor. Plus wir haben danach auch geil gejubelt in der Ecke so und das war so das Ticket. Was habt ihr mal gemacht? Gekocht oder was habt ihr? Zu der Zeit haben wir so diese von, was haben wir da gemacht? Ich glaube vom Pop Smoke haben wir da irgendwie so rumgehampelt. Aber das war einfach so dieses, okay, das Spiel ist erledigt, Ticket für Finale ist safe, da. Ja. Deswegen, ja. Aber ich würde sagen, ist eine sehr, sehr gute Auswahl, oder? Also ja. Hört sich nach besonderen Spielen an. Oder Ochi. Sehr cool. Ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel über deine Vergangenheit gesprochen. Du hast ja einiges miterlebt. Mhm. Lass uns noch zum Abschluss ein bisschen in deine Zukunft schauen. Was gibt es da deinerseits? Hast du schon irgendwelche Pläne? Wir müssen auf jeden Fall noch über einen Faktor sprechen, den du aktuell ja noch so ein bisschen hobbymäßig machst, Musik. Aber das würde ich nochmal hinten ranstellen. Vielleicht jetzt erstmal nochmal auf die sportliche Schiene bezogen. Was sind da so Ziele in der Zukunft? Natürlich will MT jetzt erstmal noch die Rückrunde fertig machen. Genau. Aber erzähl mal ein bisschen. Auf jeden Fall, bei Will MT haben wir noch Großes vor. Wir sind gerade in einer Situation, die nicht so schön ist. Ich glaube, es sind noch 7-8 Spiele zu spielen. Da ist mein voller Fokus erstmal drauf, dass wir in der Liga bleiben. Deswegen denke ich gerade. Abstiegskampf ist auch immer mental viel genau, los, ne? Genau. So viel los. Deswegen bin ich momentan mit meinem Kopf nur, ey, wir müssen in der Liga bleiben. Erstmal Saison fertig bringen. Genau, Willem II, so ein schöner, großer Verein, der darf nicht in der zweiten Liga spielen. Der muss oben drin bleiben und da werden wir, beziehungsweise ich, alles dafür geben. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir dranbleiben. Was sind noch so, ich sag mal jetzt neben dem Klassenerhalt noch sportliche Ziele, die du hast? Also du brauchst es auch nicht unbedingt nur auf Willem II zu beziehen. Ja. Also gibt es, das würde uns vor allem interessieren, gibt es irgendwann eine Rückkehr in die Bundesliga oder reizt sich doch eher das Ausland? Wenn jetzt Anrufe reinkommen würden aus Spanien, England, Italien, würdest du das der Bundesliga vorziehen oder hast du Bock mal wieder in Deutschland zu spielen? Ich bin offen für alles. Ob ich in Spanien, Deutschland, Italien spiele, ist mir eigentlich egal. So, Hauptsache natürlich, das muss alles klappen, das muss alles passen, so, aber ich bin eigentlich offen für alles. Aber klar, Bundesliga wäre auch sehr, sehr schön, in Deutschland wieder zu spielen. Man ist halt zu Hause dann so. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Mhm. Ich bin für alles offen, so. Und ich möchte der beste Linksverteidiger der Welt werden. Das wird das Ziel bleiben, das wird das Ziel sein, bis ich aufhöre. So. Und dafür werde ich alles geben. Und ich bin auf dem Weg auf jeden Fall. Ich gebe Gas. Was wolltest du? Nein, ich wollte nur sagen, also schönes Ziel, ne? Viel Glück bei deinem Ziel. Und unterstütze ich auch. Ist auf jeden Fall kein kleines Ziel, ne? Ja. Auf jeden Fall. So. Aber ich bin auch so ein Typ, so, ich setze mir Ziele, die sehr, sehr hoch sind. Ja. So, und ja, da muss man dann auf jeden Fall sehr, sehr viel Power reinstecken und sowas mag ich. Hört sich sehr, sehr gut an. Ist für dich Ausland so eine Herausforderung? Ich will so ein bisschen drauf anspielen, so Sprache. Weil ich sag mal, du spielst ja jetzt schon eine Weile in den Niederlanden. Wie ist so ein bisschen dein wie sagt man, ich glaube Flämisch sagt man, ne? Oder Niederländisch? Dutch. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Nein, ich verstehe alles. Also ich du kannst easy alles. Einkaufen gehen, Restaurant, alles ja, easy peasy, so, ne? Wenn ich zum Beispiel frage, so, hey, was du ja, Ivan Dach? Das heißt so auf dem, was machst du heute? So leichte Sätze, Wörter, die verstehe ich, die kann ich so. Was denkst du, Pressekonferenz ist noch ein bisschen schwierig? Boah, Pressekonferenz.
Glaubst du, dass du, wenn du jetzt beispielsweise in Spanien spielen würdest, wäre einfacher? Boah. Also bezogen auf Sprache, ne? Nee. Da würde ich schon sagen, Dutch ist, ne? ist ähnlich wie Deutsch. Ja, deswegen ist Dutch schon sehr, sehr weit oben. Sehr, sehr, sehr weit oben. Ich glaube, Spanisch, da müsste ich ja auf jeden Fall Intensivkurs machen. Ja, aber ich sag mal so, Sprachen lernen ist ja auch wieder so ein bisschen auch wieder auf Sportler zurückzuziehen, Disziplin, ne? Genau. Also die Fähigkeiten sind da, ne? Und, in Tilburg haben wir einmal die Woche auch Dutch-Unterricht mit einem Lehrer. Und ja, da lernen wir auf jeden Fall dazu so. Wir sind ja, 5, 6, 7 Mann mit dem Lehrer, der uns so, ja, alles so zeigt. So ein paar Sätze, ein paar Vokabeln, ein paar das, ein paar das. Und ja, das ist sehr, sehr gut. Kann auf jeden Fall fahren. Sehr, sehr nice. Hisu, willst du nochmal, du hattest, glaube ich, noch eine Frage, ne? Ja, und zwar jetzt von deiner ganzen Karrierelaufbahn, ne? Mhm. Wer sind deine Top 3 lustigsten Mitspieler, die du hattest und warum? Fangen wir jetzt erstmal bei den ersten an, der dir einfällt. Auch von deiner Jugend. Du kannst auch gerne Stories mit sozusagen reinpacken, ne? Also, hier ist Raw Footage sozusagen. Da muss ich erstmal sagen, ich habe so einen, oder wir haben so einen eigenen Humor. So. Ich will jetzt nicht sagen, der ist so, wenn du ihn triffst, der ist an sich lustig, sondern man muss ihn besser kennen, oder wenn man ihn schon ein bisschen länger kennt, dann ist der ist lustig so. Ich würde sagen, erstmal Johnny Bohr. Spielt aktuell, glaube ich, in Duisburg. Ja, der spielt in Duisburg, ist ausgeliehen. Sehr, sehr, sehr geiler Typ. Sehr, sehr lustig. Ja, sehr, sehr guter Freund auf jeden Fall. Und ich überlege gerade so eine Story. Aber wenn du keine hast, musst du nicht auf anheben. Okay. Na, kannst sonst zum nächsten Spieler springen. Ja, Johnny Bohr, erster. Johnny Bohr. Du kannst sie auch gerne ranken, ne? Nach Lustigkeit. Also du kannst sagen, so, wenn Johnny Bohr tendenziell eher so dritter Platz ist, wer noch lustiger ist, oder du sagst, okay, er ist vielleicht weiter oben gerankt, ne? Ja, Johnny Bohr ist, ich glaube, Zweiter. Zweiter? Der ist so in der Mitte. Wen packst du auf die drei? Auf die drei. Mit wem hast du ein paar Storys erlebt? Ehrlich gesagt, nicht so viele Storys, sondern einfach so Momente. Wie man sich so benimmt, ja. Und so, weißt du, so Kleinigkeiten. Ja. Das ist so mein Humor. Ich würde sagen, Platz 1, mit wem ich mich sehr, sehr gut verstehe, so, wir haben den gleichen Humor, wir machen so kleine Faxen wie, so, keine Ahnung, seine Lache ist einfach so laut und ansteckend. So, ja, wenn er lacht, muss ich auch lachen. Und der ist an sich jetzt nicht richtig lustig, aber so eigen, wir haben so einen eigenen Humor, würde ich sagen. Mert Yilmaz, der spielt in Türkei. Mhm. Der spielt in Türkei. War auch früher bei Bayern. Genau, ne? War auch früher bei Bayern, in der Jugend auch bei Leipzig. Er auch sehr, sehr guter Freund. Und der, wenn der anfängt zu lachen, dann ist wirklich vorbei. So. Dann muss ich krieg mich nicht mehr ein. So ist das schon. Und ja, auf drei, wen tue ich denn auf drei? Wer auch lustig ist. Joshua Zirkzee, der bei Anderlecht spielt. Der ist auch schon lustig, so auch so seinen eigenen Humor. Aber so den kennst du auch noch aus Bayern-Zeiten, ne? Genau, auch noch aus Bayern-Zeiten. Der hat ja auch ab und zu schon einen Sprung in die erste geschafft, ne? Genau. Ist auch in Belgien gerade sehr, sehr gut dabei. Macht viele Tore, viele Vorlagen. Und lustig, offensichtlich. Und lustig. Und lustig, ja. Sehr stark, sehr, sehr stark. Ja, super. Dann lass uns noch einmal, wir sind zwar hier im Athletes Room und wir haben jetzt sehr, sehr viel über Sport geredet. Ja. Lass uns zum Abschluss nochmal über die Musik reden. Der Musiker. Erzähl mal, was ist dein Künstlername so? Oder wie bist du zur Musik gekommen? Erstmal so. Ich glaube, das war sogar mit dir. Mein allererstes Mal wirklich war im HDJ. Im HDJ, das ist am Berliner Platz. Genau, klar, ja. Am Berliner Platz. Ich habe gesehen, ihr habt da schon davor Musik gemacht, oder? Ja. Ja, die haben davor schon ein bisschen Musik gemacht.
Und ja, dann meinte ich einfach mich, ja, ich komme mit. Ich habe auch was drauf, so. Ich zeig mal, was ich so drauf habe. Hast du vorher immer schon geschrieben so oder hast du einfach nur so, einfach so Lieder mitgerappt auf den? Das ist früher beim Halloween, sind wir immer an die Tür gegangen. Und dann hat er sich so einen Song ausgedacht, den wir immer so den Leuten vorgespielt haben und so. Kennst du den noch? Wir sind die Halloween-Kids auf der Straße. 1, 2, 3, wir wollen was Wahres. Wir kloppen da so und die wollten immer irgendwas sehen und so, weißt du. Und dann immer der 1, 2, 3, und dann alle mitgemacht, weißt du. Da haben wir so ein bisschen gedanced und ein bisschen gesungen, so. Aber also Talent war früh schon da, so. War früh schon da. Aber ich muss sagen, das habe ich von meinem Bruder. Er meinte so, hey, Jungs, wenn ihr an der Tür klopft, singt, die geben euch sehr, sehr viele Bonbons wegen Performance und so. Dann haben wir das gemacht und ja, auf jeden Fall, bin ich mit denen zusammen, mit meinen Jungs ins HDJ gegangen. Da haben wir so eine Ecke, da ist so ein Studio und ja, da habe ich das erste Mal dann die Kopfhörer aufgesetzt, habe irgendwas gerappt, irgendwas. Und ja, wir haben ein, zwei gute Freunde, die Musik produzieren, sehr, sehr gut. Asante und Damesy. Genau, immer Shoutouts. Genau, auf jeden Fall, das sind die zwei Besten. Und ja, die haben das dann ein bisschen besser hingekriegt. So, meine Stimme war jetzt nicht so top, aber die haben das so gedreht, dass es auf einmal, dass sie das gut anhört. Und ja, das war so das erste Mal im HDJ, so mit meinen Boys einfach ins Mikro rein rappen, singen. Und ja, das war das erste Mal. Das heißt, du willst sozusagen neben dem Platz auch noch, hast du ein paar Ziele? Genau, neben dem Platz so habe ich auch noch ein paar Ziele, mach ein bisschen Musik, das erfüllt mich. Ich mache Musik mit meinen Jungs, so bringt Spaß, auch ein bisschen Ablenkung, ein bisschen was anderes, ein bisschen dein Vibe einfach reinbringen und ich auch viel so vorm Spiel unsere Musik. So. Bist du auch so, wenn ihr, keine Ahnung, Busfahrten etc., bist du DJ oder bist du, machst du immer Kopfhörer auf, machst deine eigene Musik dir an? Ja, ich mach schon meine eigene. Ab und zu im Kraftraum. Nee, im Kraftraum mache ich schon oft. Da bist du ein bisschen outgoing so, ne? Ja. Da muss ich auch an Mats ein Shoutout sprechen. Mats Köhlert? Ja, Mats Köhlert. Der meint, ich hab's einigermaßen drauf, aber. Worauf bezogen jetzt? Musik oder im Kraftraum? Ah. Ich glaube beides, aber nein. Was benchst du? Weißt du das? Benchpress? Musst du jetzt flexen, weil History, ne? Er ist hier, er ist Maßstab. Wie benchst du? Oh, zu viel, Bro. Zu viel, Bro. Es geht um dich heute, Bro. Auf den, der wollte nur orientieren, damit man so nicht ganz. Ich würde sagen, so 70, 80? 70. 80 ist Limit. Ja. So. Auf den als Fußballer ist ja auch. Ja, so. Der man muss ja mal gucken, ne? Ja, so. Ja. Und ja, Mats auf jeden Fall, der mag unsere Musik, glaube ich. So. Hört sich gut an. Ich würde jetzt am Abschluss natürlich, du hast schon viel, viel geredet, um diesen gesamten Podcast, diese erste Episode mal zu beenden, würden wir uns sehr freuen, wenn du noch mal ein paar inspirierende Worte an alle Athletes draußen richten würdest. Wir sind ja nicht ohne Grund Athletes Room. Das stimmt. Und du hast es ja schon geschafft, du hast natürlich immer noch große Ziele. Auf jeden Fall. Aber ich denke, du kannst da eine Inspiration für viele draußen sein. The stage is yours, sozusagen. Wie ich immer denke, ist einfach hart arbeiten. Natürlich, das sagen jetzt viele, hey, du musst hart arbeiten, du musst das tun. Aber einfach für sich selber ein Ziel setzen, wo du später mal sein möchtest oder wo du hin möchtest und das einfach voll fokussiert angehen. So, und dafür mehr tun als die anderen. Auf Familie hören, auf Freunde hören. Es gibt immer was dich ja ein bisschen aus den Wegen leiten möchte. Das einfach ja so wegblenden und voller Fokus auf dein Ziel setzen. Und Spaß, sehr, sehr wichtig. Spaß, sehr, sehr groß geschrieben. Wenn Spaß nicht dabei ist. Hattest du ja auch bei Bramfeld erzählt, ne? Das war ja auch so ein bisschen der Schlüssel. Genau, ja, genau. Wenn Spaß dabei ist, dann 90% läuft es gut so. Und einfach dranbleiben, an sich selber glauben, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Selbstvertrauen und ich glaube, wenn das dabei ist, dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Deswegen würde ich sagen, ja, hart arbeiten und immer an sich selber glauben. So. Das sind perfekt. Das sind die beiden Dinge. Also an die jungen Athleten, ihr habt gehört, nehmt euch das mit, was ihr mitnehmen könnt. Und ja, man, wir sehen euch alle oben, ne? Auf jeden Fall, Mann. Ich freue mich. Derek, vielen, vielen Dank. Korrekt, sehr, dass du da warst. Ja, Mann. Stabil, stabil, Bruder. Leute. Athletes Room. Danke, danke, Boy. Jo, Leute, das war's mit der ersten Folge, Episode. Nimmt es nicht zu ernst mit der Soundqualität. Wir sind gerade neu noch drin. Kommen erst gerade ins Game rein. Also für Feedback sind wir immer offen. Genau. Könnt ihr uns gerne schreiben. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, mindestens bei Spotify. 5 Sterne ist key, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Derek, jetzt für dich jetzt, so, wen willst du hier einmal sehen mit uns? Hau Nominierungen raus. Oh, Ochi Vrid auf jeden Fall. Ja. Ochi Vrid, Patrick Pfeiffer. Ich möchte viele sehen. Patrick Pfeiffer möchte ich sehen. Ich möchte Aaron Opoku sehen. Oh ja, da bin ich auch gespannt. So, das sind meine 3 Favorites, würde ich sagen. Perfekt. Und hörst du, du spielst ja selber Football. Genau, ja. So, du bist auch mal bald dran. Oh, ja. Dann müssen wir das mal umdrehen. Dann drehen wir das Ganze korrekt. Mal um. Perfekt. Alles klar, Derek. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu.